Ein wunderschönes Moin Moin, willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir befinden uns hier immer noch auf diesen Steingefelsbrocken und müssen die Exilanten töten und dürfen jetzt hier mit dem geheimen Geheimcode in die nächste Luftschleuse eintreten. Jawohl. Mal gucken, wie viel sie uns da noch entgegensetzen. Okay, es sind viele, viele rote Punkte oben. Viele, viele Gegner da. Das hätten wir. Sämtliche Gegner im Hauptquartier ausschalten. Wir haben hier noch Titan. Oh, wenn das hier nicht mal ein Titanfall war. Das noch mitnehmen. Und das noch mitnehmen. Hey, yo. Hilfe, Hilfe, Hilfe. So. Wo seid ihr? Oh, ein Krogana. Noch einer. Ach, das ist cracked. Es ist cracked. Höchstpersönlich. Das war's mit Cracks. Das war Cracks. Mit einer Schrotflinte. Okay. Ein Punkt ist noch da. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Einer lebt noch. Ein Hund? Halt die Fresse. Flieg erstmal rum, du Hund. Level up. Hui. Das war doch. Cracks und seine Leute wären erledigt. Ja. Aber was hatten sie vor? Ich orte in der Nähe ein Audio-Log-Pathfinder. Es könnte die entsprechenden Informationen enthalten. Ich würde dir da zustimmen, Sam, aber du bist hier die hochentwickelte KI. Da weißt du sicherlich mehr als ich. Hm. Der Scanner sagt hier wieder was. Hier ist aber nichts. Audiolog. Kommen Sie mir nicht mit Ausreden, Cracks. Der Staub an der Oberfläche ist nicht genug. Um diese Kolonien der Initiative auszulöschen, brauchen wir verdammt viel mehr Helium-3. Ich weiß, diese Reliktfräse im Gewächshaus wird funktionieren. Also setzen Sie sie in Gang. Elora, Ende. Sie wollten die Kolonien angreifen. Aber Sie konnten offenbar irgendeine Reliktfräse nicht aktivieren. Sam? Durch eine aktive Reliktfräse würde mehr Erdreichterstrahlung ausgesetzt, was die Helium-3-Produktion exponentiell erhöhen würde. Wenn meine Berechnungen korrekt sind, könnte dieser Planet die Schiffe der Nexus etwa 368 Jahre lang mit Treibstoff versorgen. Boah, ohne Scheiß. Die Schiffe der Nexus 368 Jahre mit Treibstoff versorgen? Das ist ja richtig geil. Unsere Treibstoffvorräte aus der Milchstraße werden irgendwann aufgebraucht sein. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Wir müssen diese Fräse in Gang setzen. Ich habe das Reliktgewächshaus auf Ihrem Display markiert. Dankeschön. Doch noch nicht zu Ende. Wenn Elora genügend Helium-3 gefördert hätte, um die Kolonien zu bombardieren. Ich rate von hypothetischen Überlegungen ab, Pathfinder. Ich habe den Nexus über die Situation in Kenntnis. Gesetzt. Dieser Planet wird von Patrouillen überwacht. Was für Patrouillen? Drei unter ihrer Kontrolle bleibt. Trotzdem, wenn ich dieser Elora je begegne, werde ich mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Ja, echt? Wer ist die Elora? Den Namen höre ich auch zum ersten Mal. Muss ich wieder den ganzen Weg hier laufen bis zur zweiten Luftschleuse? Also für die Nexus und für die ganze Initiative ist das echt gut. Wir müssen jetzt noch nicht mal die Angara irgendwie wegen Treibstoff anpumpen. Da haben wir das hier auf jeden Fall gefunden. Okay. Das hier wird der Punkt sein. Reliktgewächshaus finden. Ein Gewächshaus allein schon. Okay. Von da, dahin. Boah, ist eigentlich egal. Ich will nicht Wegpunkt, ich wollte eigentlich Schnellreise, genau. Dann fahren wir zum Gewächshaus. Allein schon Gewächshaus aus diesen Steinbrocken. Reliktgewächshaus. Hallo? Weil ich noch nie hier war.
Weil ist das alles? Was? Ja, warum nicht? Weil ich noch nie hier war. Ich glaube, sie hat sie gefragt, warum sie unbedingt mit wollte hier nach Andromeda. Weil ich noch nie hier war. Ja, super. Was ist denn für ein Stein? Bin mal gespannt, wie das Gewächshaus aussieht. Och komm, nicht noch einfach so wieder so eine Kuppel. Lass dir mal was Neues einfallen. Whee. Da ist die Luftschleuse. Rechts, Luftschleuse. Das ist aber nicht so groß hier drin. Ob da auch noch Gegner drin sind? Wahrscheinlich, oder? Wäre langweilig, wenn nicht. Okay, da sind wir. Ich sehe keine Gegner. Das ist ein Gewölbe? Oh, das ist nicht nur ein Gewächshaus, das ist ein richtiges Gewölbe. Das geht runter. Ja. Wieder so ein richtiges, tolles Ding mit Gravitationslift und das ganze volle Programm. Hui. Sichere Bedingungen. Nö. Okay, gelandet. Sam, wie aktivieren wir die Fräse? Ich habe tiefer im Inneren eine Konsole geortet. Sie können diese Beobachtermaschine vielleicht hacken, Pathfinder. Hacken? Das hättest du mir vielleicht sagen können, bevor ich sie über den Haufen schieße. So, das Reliktgewächshaus erkunden. Da ist was. Sieht aus, als bräuchten wir dafür einen Beobachter. Ja. Wie kann ich die denn hacken, ohne dass ich die wegballer? Ganz ehrlich. Das habe ich noch nie gemacht. Kommen nochmal neue? Hier ist noch was. Das wird uns helfen. Ah, da kommt der. Da es ist schön, wenn sie mal nicht versuchen, uns umzubringen. Ah. Seine Protokolle sind zwar eingeschränkt, aber sie können ihn mit Hilfe ihres Scanners anweisen, einfache Aufgaben auszuführen. Ah, okay. Nice. So, da laufen noch schon wieder mehr rum. Guck mal, hier oben sieht man aber noch das Gestein und so. Cooler Gang. Relikte. Wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Die sind weg. Bleiben Sie wachsam. Wurzeln? Da kommen noch mehr. Es geht ja auch noch nach links und rechts, wie man das so sehen kann. Na gut, hier eher nicht. Aber da hinten. Muss man sich auch mal genauer anschauen hier. Links, rechts und so. Da ist aber dabei nichts. Wow. Warte mal, das ist doch eine Konsole da, oder? Hier ist eine Konsole. Sieht aus, als bräuchte ich dafür wieder irgendwie was anderes. Ich kann die nicht anklicken. Da geht's auch nicht weiter. Sieht auch hier mal wieder ein bisschen anders aus als letzten. Wow, wow, wow. Wie soll ich denn da rüberkommen? Runter geht's nicht. Ich muss da rüber. Wie schön das aussieht.
Hier war ich aber noch nicht. Hier geht's auch. Hier kann man doch lang, oder? Hier hinten? Ja. Ah, okay. Hier sieht's besser aus. Ein Tilger. Oh, was Großes. Tilger weg. Ich glaube, das war's. Oh, das war's schon. Ist der Feind oder der Feind? Noch eine Beobachterkonsole. Ja. Müsste ich eigentlich nochmal zurückgehen zu der anderen, um zu gucken, was die dann aktiviert. Weil hier wird jetzt diese Tür da geöffnet, glaube ich. Ah, das sind einfach nur Lootkisten dahinter. Oder? Nö. Hier muss ein Trick dabei sein. Versuchen wir's. Ein Trick? Was für ein Trick? Sie müssen irgendwo einen Hinweis hinterlassen haben. Ist der Beobachter wieder weggeflogen? Kann ich einen neuen bauen, ne? Machen wir mal einen neuen. Kommt keiner? Wo kommt jetzt der schon wieder her? Das wäre geschafft. Oh ne, jetzt ist er wieder bei mir. Ich hoffe, dass der mal mitkommt. Kommt er mit? Nö. Ja, der steht jetzt hier einfach rum. Da ist noch eine Konsole. Relikte! Vorsicht! Ah, die Tür ist offen. Wow. Da ist noch so ein Teil. Terminator! Trophäe! Terminator! Sabadan Systems! Trickkiste! Kommt ein angeflogen! Okay. Das ist der. Der kommt nicht wieder an. Machen wir das an. Es geht in die Richtung. Hier ist aber eine 4. Guck mal, an beiden anderen sind 2. 2 von diesen leuchtenden Dingern. Hier sind 4. Wahrscheinlich muss ich diese Konsolen in der richtigen Reihenfolge dann nochmal aktivieren. Deswegen muss ich, glaube ich, alle von denen hier anmachen. Hier sind 3. Ich denke, das ist 3. Das ist dann Nummer 4. Eben war die Nummer 2, die ich davon hatte. Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, nochmal zurück zu der anderen. An der Stelle, wo ich war. Oder? Was haben wir hier noch? Ganz am Anfang habe ich ja eine Stelle gesehen, die ich aber nicht aktiviert habe. Jetzt bin ich hier drüben. Da wird jetzt was markiert. Wird die Brücke hier ausgefahren? Ja, wird sie. Bleib mal stehen! Weiter zum nächsten! Weg damit. Arsch. Was haben
Haben wir hier noch was? Da hinten? Nee, da steht keine Konsole. Da auch nicht. Da auch nicht. Hier ist halt wieder so ein Ding. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Aha, hier kann ich was holen. Das wird uns helfen. Ist es hier die Tür zu und hier offen? Das ist aber sehr verwirrend hier. Ja, wir haben noch nicht alle Türen geöffnet hier. Hier ist nix. Auch nur Munitionskisten? Okay. Ganz schön viel Krach hier auf der anderen Seite. Was macht das? Okay. So, da ist wieder so einer. Mit denen jetzt scannen lassen kann. Ein Zerstörer! Bleiben Sie wachsam! Ein Zerstörer? Das könnte hässlich werden. Was denn? Da ist der Zerstörer, okay. Boah, wie das da aussieht. Mit den Flammen und so. Voll geil. Ah, guck mal, hier ist noch wieder so ein Ding. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Ich hätte doch eben noch den Flieger. Ein Elite-Zerstörer auch noch. Auch mal irgendwie. Oh, nicht das. Oh. Schild. Destruktor-Munition gegen Schilde. Alter, der hat aber auch mächtige Schilde. Feuer raus, der raus. Einmal seine Schilde weg haben. Oh. Gleich haben wir ihn. Ja, jetzt geht's. Oh, oh. Brauche ich Brand... falsches... Brandmunition. Habe nur noch zwei von. Egal, das reicht noch. Jawohl, er geht gleich down. Gleich geht er down. Das war's. Selbstzerstörung, Vetra. Okay. Mal wieder ein richtig großer, harter Gegner. Aber was heißt hart? Hat halt viel ausgehalten, ne? Beobachterlinse.
So, ich glaube, das war's. Das tut bestimmt weh. Krass hier. Das muss die Konsole sein, mit der man die Fräse aktiviert. Aha. Gucken wir mal, ob das schon funktioniert. Es ist wieder ein Rätselgedöns. Nice. Fertig. Das war ja schwer. Die Fräse aktiviert und Stufenaufstieg schon wieder. Mehrere Mechanismen werden aktiviert. Ja? Die Reliktfräse ist in Betrieb. Die Helium-3-Produktion wird innerhalb weniger Jahre drastisch ansteigen. Informiert Ten über die guten Neuigkeiten. Unsere Treibstoffversorgung ist gesichert. Jo, ich höre es. Gehen wir zurück an die Oberfläche. Hör dir mal den Sound an. Jetzt fräst die, oder was? Komme ich auch schneller raus, indem ist jetzt... Ah ja, der Ausgang scheint hier... Die Brücken hier sind jetzt aktiviert. Das heißt, ich brauche nicht mehr den ganzen Weg links-rechts zu laufen, sondern kann hier geradeaus durch. Okay. Treibstoffversorgung für die nächsten 385 Jahre. Geil. Und wem habt ihr es zu verdanken? Wer hat es erfunden? Richtig. Ich dachte schon, man muss kompliziert diese komischen Konsolen dann auch aktivieren oder sowas, aber... Nö, das läuft auch so, das Ganze. Die Fräse fräst und ich fräse mich jetzt nach oben mit dem Gravitationsfräsenlift. Juhu! Doch nochmal gut was über was erlebt hier auf dem, Planeten, kann man ja nicht sagen. Hui! Bin ich. So wie es aussieht, müsste ich dann jetzt wirklich nur noch die Quest für Vetra hier auf dem Stein haben. Vetras Personality-Aufgabe hier. Schauen wir nochmal auf die Karte. Ja. Ja, nur noch das Ding hier. Perfekt. Dann haben wir das abgeschlossen. So viele Schnellreisepunkte, aber wenig Aufgaben. Naja, Gott sei Dank. Ich dachte echt schon, das wird mehr. So, da ist die Loyalitätsmission. Die verlassene Mine finden. Sie glaubt, dass einige Kolonisten entführt und in eine verlassene Mine verschleppt wurden. Ja, vielleicht sollten die ja auch mithelfen, dieses Helium-Gedöns abzuholen. So, da ist eine Schnellreisestation, da kann ich hin und dann geht's in der nächsten Folge hier weiter. Oben scheint alles unverändert zu sein. Bist du sicher, dass wir die Fräse aktiviert haben? Ja? Die Mechanismen liegen tief unter der Erde, weshalb die Auswirkungen nicht sichtbar sind. Okay. Im Laufe der nächsten Monate wird die Helium-3-Produktion jedoch drastisch ansteigen. Okay, wenn du meinst. Für einen Planeten, den wir schon abgeschrieben hatten. Ja. Man holt aus jedem kleinsten Trümmer das letzte raus. So, in der nächsten Folge geht's weiter mit der Loyalitätsmission von Vetra. Ich bedanke mich wie immer, dass ihr hier eingeschaltet habt. Und ja, bis zur nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ciao, ciao.